Ja, hallo meine perfekt geformte Masterschreibende Freunde, wir haben noch ein weiteres Video und zwar ist heute im Prinzip der letzte Tag meiner Offseason und gleichzeitig letzter Tag des Deloads und ich wollte mal wieder ein Full Day of Eating machen, aber bevor es ans Essen geht, wollen wir noch mal einen Blick auf die Waage werfen, weil ab morgen geht die Kurzdiät los, da wollte ich ja entsprechend die Form regulieren in dem Sinne, dass ich gesagt habe, 5 Kilo sollten es auf jeden Fall sein, die runtergehen. Sei es jetzt mal, dass es pures Fett ist oder halt 4 Kilo plus ein bisschen Wasser etc. Ne? Aber bevor, ja, wie gesagt, ich zum Essen komme, geht es jetzt erstmal auf die Waage. So, das Ganze mit Kamera und Jogginghose, also in etwa 103 Kilo. Und naja, der Körperfettanteil, manchmal fühle ich mich tatsächlich so. Ja. Wie man vielleicht auch sehen kann, bin ich gerade aufgestanden und man kann schon sagen, dass das ganze Zeichen der Regeneration jetzt durchgeführt wurde, weil es ist jetzt schon um 12, also relativ spät. Normalerweise fange ich auch ein bisschen früher an, schon dann am Wochenende zu essen. Aber ich habe jetzt 11 Stunden geschlafen, also wenn das kein regenerationsaffiner Dilot ist. Das sollte ein kleiner Auszug aus meinem Deload-Training sein, in dem Sinne, dass ich halt kein Krafttraining im Deload mache, sondern in der Regel versuche, mich ein bisschen mehr zu dehnen und so ein bisschen an ein paar kleinen Verhärtungen auch zu arbeiten, so ein bisschen die Mobilität auch zu fördern, weil das kommt gerne halt, sag ich mal, in der Trainingsphase ein bisschen zu kurz
Und ich sag mal, in der Deload-Woche hat man ja deutlich mehr Zeit und da gehe ich halt sowas ganz gerne an. Gerade habe ich mehr oder weniger auch ein bisschen mit Verhärtung und Quad zu tun. Und mein Knie, also mein rechtes Knie, macht jetzt auch halt immer noch ein bisschen Probleme. Ist schon ein bisschen besser geworden. Aber das linke ist ja das operierte. Also da ist der Quadrizeps auch immer deutlich verkürzt im Verhältnis zu der rechten Seite. Das ist eben mein Problembein. Also das ist das Bein, wo ich die Operation hatte mit Kreuzbandriss und Innen- und Außenmeniskusriss. Und die rechte Seite ist eigentlich immer mein gutes Bein, aber da hatte ich jetzt ein bisschen Probleme auf der Innenseite und ja, das Problem ist halt auch so ein bisschen linke Seite, ISG macht auch wieder so ein bisschen Probleme, da gehe ich jetzt auch nochmal zum Chiropraktiker, das nochmal ordentlich angucken zu lassen, das war ja schon einmal blockiert, so dass linksseitig halt nicht richtig rotieren konnte und sich dann immer die Hüfte verschoben hat, was dann natürlich auch ein bisschen ungünstig ist, ja, beispielsweise beim Squatten, dass man halt immer so in eine Schieflage kommt, aber beim Benchen merke ich es halt auch, dass ich halt mich nicht so positionieren kann, wie ich mich positionieren würde, wenn das halt nicht der Fall wäre. So, ich glaube, der Satz war sogar korrekt formuliert. Ja, demnach, Physio steht immer einmal pro Woche an, bei mir dauerhaft, jetzt auch bis zum Wettkampf. Also einfach, um viele Sachen auch präventiv anzugehen, nicht erst dann, wenn es halt schon zu schlimm ist. Und Chiropraktiker gehe ich jetzt halt nochmal, bevor das Ganze so richtig ja, ans Eingemachte geht. Und jetzt geht es gleich für mich nochmal an die Trainingsplanung. Ich schaue im Prinzip, was ich in der Kurzdiät jetzt an Volumen weghau. Der Unterschied ist natürlich ganz klar, dass ich jetzt nicht mehr dynamisch und antizyklisch fahre, wie ich es jetzt die ganze Zeit gemacht habe, sondern in der Diätphase gehe ich immer auf den statischen Ansatz. Der Grund ist relativ einfach, weil, müsst ihr euch vorstellen, auf der einen Seite sinkt eure Regenerationsfähigkeit, wenn ihr weniger Kilokalorien esst und besonders, wenn ihr stärker ins Defizit geht. Ne, je mehr ihr fresst, desto mehr Volumen könnt ihr auch vertragen. Ceteris paribus, also dass ihr jetzt keine der anderen Variablen verändert, also Stress sich erhöht oder sonst irgendwas. Und natürlich habt ihr das Problem, dass ihr trotzdem ein bisschen mehr Volumen machen müsst, um quasi eure Muskulatur aufrechtzuerhalten. Das heißt, euer ja, Volumen, was ihr braucht, um Muskulatur aufrechtzuerhalten, steigt und das Volumen, was ihr verkraften könnt, sinkt. Also müsst ihr so ein bisschen einen Bereich ausfindig machen, der ganz gut dafür dient am Ende des Tages, um eure Muskulatur aufrechtzuerhalten. Ich versuche mich immer so ein bisschen am ja, oberen MAV zu orientieren. Ist natürlich immer so ein bisschen Wahrsagerei, muss man ganz klar sagen, dass man das vorab nie ganz festmachen kann, weil eure Regenerationsfähigkeit sinkt und steigt natürlich auch und das ist halt einfach nur ein Versuch zu sagen, okay, das ist logisch, sich daran zu orientieren und dann schaue ich natürlich, okay, verkrafte ich das oder verkrafte ich das nicht. Über eine kurze Diät sollte das eigentlich kein Problem sein, also 4-5 Wochen kann man immer easy in einem, ja, vielleicht auch zeitweise mal erhöhten Volumen durchtrainieren, dann muss der Deload halt danach stimmen, aber da müssen dann halt die Kilokalorien dann entsprechend hoch sein. In der Wettkampfvorbereitung kann das dann irgendwann schon eher Probleme machen, besonders wenn der Körperfettanteil ja, immer weiter sinkt. Es ist auch nicht selten der Fall, dass die Athleten halt nach, ja, nach der Wettkampfphase total im Arsch sind, weil sie einfach komplett überreizt sind mit der Zeit, aber das ist dann wohl meistens so, dass Opfer, was man dann bringen muss, um halt genug Muskulatur noch aufrechtzuerhalten und gleichzeitig, ja, was auch immer ich jetzt sagen wollte. So, vielleicht noch kurz dazu, was war in dem Shake? Also in dem Shake war eigentlich nur Whey, also Vanilla Whey von Powerstar und eine Banane und 300 ml Milch, ungefähr 250 ml, 300 ml Milch. Ja, mehr war da eigentlich gar nicht drin. Schmeckt eigentlich auch ganz geil, wenn ihr das im Mixer haut. Ansonsten geht's jetzt weiter und ich mache mich an die Trainingsplanung in dem Sinne, dass ich jetzt schaue, okay, was habe ich denn jetzt in der Vergangenheit erstmal angesetzt an Volumen, beziehungsweise wo bin ich noch höher gegangen, wo vertrage ich halt noch mehr, was zum Beispiel im Rücken der Fall ist. Rücken wurde das Volumen in letzter Zeit relativ hoch gesteckt. Das Problem, was man teilweise hat, ist, dass wenn man sagt, okay, im Rücken vertrage ich ultimativ viel und ich kann noch mehr und noch mehr und noch mehr machen, ist halt einfach, dass vielleicht die Arme dicht machen oder die Unterarme von dem ganzen Blumen und das halt negative Rückkopplung auf andere Muskelgruppen hat. Deswegen, da müsste man gegebenenfalls gucken, da hat jeder auch so ein bisschen andere Affinität für,
in den Unterarmen, in den Ellenbogen dann Probleme zu bekommen. Aber an sich verträgt der Rücken relativ viel. Und da kann ich ein bisschen höheres Volumen ansetzen, als ich ursprünglich auch mal in der Planung mit drin hatte, im antizyklischen Bereich. Und dann schaue ich nochmal, okay, wo lag ich denn, ja, beispielsweise, als ich alles ein bisschen nach oben geschraubt habe und wo waren da denn so die Problemzonen volumentechnisch, dass ich gesagt habe, okay, das kriege ich nicht mehr gebacken und dann bastel ich mir halt das Ganze logischerweise für die kommenden Wochen zusammen. Danach geht es wieder entsprechend antizyklisch nochmal weiter bis in den April rein. Ist dann auch nicht mehr so viel Zeit, da versuche ich natürlich auch nochmal maximales Volumen zu hauen und entsprechend nochmal ein bisschen was drauf zu packen, auch wenn ich dann natürlich nicht mehr so einen hohen Überschuss fahre, wie ich es jetzt vielleicht in den letzten Monaten gemacht habe. Man müsste hier vielleicht noch sagen, dass ich natürlich versuche, die Form hier mehr zu halten. Ich vielleicht in der Vergangenheit jetzt auch manchmal ein bisschen überschusstechnisch drüber war. Also an einigen Tagen, wo ich gesagt habe, okay, scheiß drauf, heute geht rein. Dann ging es vielleicht den nächsten Tag auch noch gut rein. Mein Essverhalten ist eh wieder besser geworden. Zwischendurch bei den 100 Kilo war es ja mal so ein bisschen up and down, was so die Kapazitäten anging, was ich essen konnte und was nicht. Gut, ich habe jetzt auch mehr auf den Tag verlagert, muss man auch wieder berücksichtigen. Da spielt halt immer einiges mit rein, wo man sagen kann, okay, das hat es halt auch mit verbessert und nicht jetzt nur dein Essverhalten auf einen Punkt gesehen, beziehungsweise das, was du auf einmal essen kannst, weil ich auch viel mehr am Tag jetzt esse und nicht mehr so viel abends, was ich mir halt für die Diät jetzt aufspare, vielleicht nicht unbedingt in der Diät, also eine Kurzdiät jetzt so praktiziere, dass ich sage, okay, ich mache jetzt gleich eine Renegade-Diät, sondern dass ich das eher im Laufe der Zeit von der Wettkampfdiät so mache. Aber das werde ich dann schauen, je nachdem, wie gut oder schlecht ich jetzt mit den 2,5 dann auch klarkomme. Im folgenden Aufbau werde ich dann jedoch auch die ganze Zeit meine Ernährung tracken, um eben da nicht die Gefahr zu laufen, dass ich dann an einigen Tagen doch ein bisschen stärker drüber bin. Da ist denn dieser Schätzfehler, von dem ich, oder dieser Food-Fokus, von dem ich mich auch lösen wollte im Aufbau durch das intuitive Essen, was ja im Prinzip auch gut funktioniert hat. Dem möchte ich da nicht eingehen, sondern da sage ich wirklich, okay, das soll alles wirklich on point sein, weil es halt eben im Lean-Bike-Format ablaufen soll, also die Form, ja, ich sag mal, vielleicht ein Kilo mehr Fett haben soll nach der Kurzdiät im Vergleich zu zum Ende der Kurzdiät. Nein, nicht. Also der Vergleich zwischen nach der Kurzdiät und Beginn der Wettkampfdiätphase. So, maximale Verwirrung initiiert. Hier gibt es jetzt erstmal noch wieder 2 Kiwis, ein paar Nüsse. Es gibt Cornflakes. Ich finde eigentlich die Schokoreisdinger am geilsten, aber die sind leer. Dann gibt es Beeren, ungefähr 200 Gramm Isodrink und ordentlich Wasser. Und hier ist mein Plan, in dem ich alles notiere, immer noch schön analog. Ich habe jetzt keine App, wo ich sage, okay, die ist äußerst geil und damit komme ich gut klar oder besser klar als mit diesem Trainingshandbuch. Ich klar da selbst ganz gerne meine Notizen extra mit rein, eigene Bezeichnungen und hast du nicht gesehen. Und ja, deswegen ein bisschen oldschool hier unterwegs. So, der Plan für die Kurzdiät steht mehr oder weniger. Ich musste erstmal ins Denken wieder reinkommen, dass ja jede Woche quasi im statischen Ansatz tatsächlich das Volumen gleich ist, was es natürlich am Ende des Tages ja deutlich einfacher macht von der Planung her, weil man halt einmal durchplant, okay, wie will ich jetzt halt die Sätze verteilen und dann entsprechend das ja auf alle Wochen gleich verteile. Bei der Überlegung ist mir jetzt nochmal wieder aufgefallen, also wie gesagt, Rücken vertrage ich relativ viel, so dass ich gesagt habe, dass ich selbst im Overreaching mit 30 Sätzen relativ gut klarkam, da auch in der Vergangenheit jetzt noch weiter nach oben gegangen bin und jetzt gesagt habe, okay, du gehst da vom Volumen her auch in der Kurzdiät noch ein bisschen hoch. Brust ging in letzter Zeit relativ gut, deswegen die 22 Sätze. Bei den Hams bin ich ein bisschen vorsichtiger, da war das Volumen eigentlich schon relativ gut
angepeilt oder allgemein in den Beinen einigermaßen. Man muss natürlich sehen, jetzt beim Gluteus zum Beispiel, wenn man dann Sachen wie Abduktionen mit drin hat, das sind natürlich Übungen, die jetzt nicht so stark auf die regenerativen Kapazitäten gehen, wie beispielsweise jetzt die Sätze mit den Hip Thrusts, und das ist ja allgemein so in der Trainingsplanverteilung, dass selbst wenn wir über Sätze reden, was schon immer besser ist, als über Wiederholungen zu reden, dass wir da natürlich nur eine Spannweite haben, was jetzt tatsächlich in so 20 Sätzen, 22 Sätzen und 26 Sätzen mit beinhaltet ist und wie hart da die einzelnen Übungen tatsächlich auch für den Körper sind und deswegen das ungefähr vergleichbar machen, weil ich immer wieder erlebe, dass Leute sagen, ja, ich mache hier in der einen Übung schon so und so viel oder in einer Trainingseinheit, wie andere für die ganze Woche machen. Ja, schön und gut, aber da muss man halt immer ein bisschen sich das Training erstmal anschauen. Und also die eine Sache ist halt die Übungsauswahl und die andere Sache ist immer, wie die Leute trainieren. Und viele sind halt einfach, ja, ich will mal sagen, jetzt auch nicht unbedingt die besten Sportler mit dem größten Aggressionspotenzial, auch was man vielleicht auch beim Training einfach benötigt, wenn man sagt, okay, man möchte halt eine entsprechend hohe Auslastung haben. Und das verfälscht natürlich immer die Basis, auf der man sich ja in gewissem Maße unterhält. Ne? Deswegen, wenn ich natürlich viel mehr Sätze, viel softer mache, dann kann ich natürlich auch viel mehr Sätze am Ende des Tages machen und verkraften. Ne? So, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist auf jeden Fall erstmal die Verteilung der Sätze jetzt in der Kurzdiät. Ich will nicht ausschließen, dass ich, wenn ich feststelle, sag ich mal, in der dritten Woche, dass da noch Luft nach oben ist, dass ich nochmal ein, zwei Sätze weiter nach oben drauf packe, sofern es die Regenerationskapazitäten einfach zulassen und ich der Meinung bin, ich habe da noch ordentlich Luft, was aber eigentlich bei dem Volumen nicht der Fall sein sollte. Und dann schauen wir nach den 4 bzw. 5 Wochen, ich habe das Ganze jetzt auf 5 Wochen ausgelegt, weiter, wie quasi die Form ist, ne? Da gibt es dann auch noch einen Formcheck. Es gibt natürlich auch zwischen den Wochen so kleine Updates, die ich mit einwerfen werde, wie so ein bisschen der Stand der Dinge ist. Und dann schauen wir uns mal an, ja, ob sich die Form bis dahin schon deutlich verbessert hat, ob man sagen kann, okay, jetzt geht es in einen Bereich, wo es langsam ins Lean reingeht und halt die dicke Schicht letzten Endes, die drüber liegt, die jedwede Form ja, quasi vermasselt, dass die dann so mehr oder weniger weggeschmolzen ist. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, So, meine Freunde, das war's mit dem Essen. Also ungefähr 4000 Kilokalorien. Ich weiß nicht, ob man es hier lesen kann. Ansonsten haue ich es nochmal hier oben rechts rein. 4000 Kilokalorien, davon 45% Kohlenhydrate, 440 Gramm, 119 Gramm Fett und 265 Gramm Eiweiß. Also mit dem Fett alles safe. Pi mal Daumen 1 Gramm. Das habe ich ja schon tausendmal, glaube ich, gesagt. 2 bis 2,5 Gramm. Eiweiß, in dem Fall, ja, liege ich bei guten 2,5 Gramm. Bedingt durch die Nahrungsmittelauswahl hätte ich mir jetzt nicht noch einen Shake am Abend gegönnt, sondern eher was Kohlenhydratlastiges, dann wäre ich wohl eher hingekommen von der Verteilung her und mit den Carbs dann entsprechend ein bisschen höher gelegen. Man muss dazu sagen, an einem Restday die 4000 Kilokalorien natürlich deftig, besonders weil ich die Tage davor jetzt auch nicht so viel getan habe, in dem Sinne, dass ich ja quasi in einem Deload bin, war zwar ein bisschen unterwegs, aber ich sollte jetzt doch die letzten Tage wieder ordentlich im Überschuss gewesen sein, aber ja, wie kann man es mir schon vergönnen, ist der letzte mehr oder weniger Aufbautag in diesem Jahr erstmal, so dass ich sagen kann, so richtig komplett frei das Ganze genießen konnte.
Ich muss sagen, heute war es sogar verhältnismäßig gut von der Nahrungsmittelauswahl, will ich jetzt mal behaupten. Es gibt auch Tage, da ist es ein bisschen unsauberer, dann kommt ja eher nochmal die Pizza nochmal zusätzlich für eine andere Mahlzeit, je nachdem wie das Ganze aufgestellt ist. Also dieses Mal hatte ich ja nur ein bisschen Eis dabei, also ich habe jetzt nicht das komplette aufgegessen, sondern halt nur so 300 Milliliter ungefähr und halt die Cornflakes, soweit ich mich richtig erinnere. Und der Rest war ja eigentlich mehr oder weniger normal oder clean eating oder wie man es jetzt auch immer bezeichnen möchte. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Ich drücke jetzt nochmal ein bisschen Bizeps hier raus. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Wenn ihr was zu kommentieren habt, kommentiert gerne. Besonders vielleicht auch, was ihr in Zukunft sehen wollt in der Kurzdiät, contentmäßig oder sonst was. Ne? Ich lese die Kommentare auf jeden Fall alle. Wenn ihr nichts zu kommentieren habt, dann doch gerne den YouTube-Algorithmus-Kommentar. Hashtag ich finde gut. Und ja, teilt das Video gerne mit euren Kumpels, wie auch immer, die den Content gegebenenfalls mögen können wollen. Und denkt natürlich daran, 10% gibt es natürlich dauerhaft weiterhin mit Code Patrick bei Powerstar Food, womit ihr mich natürlich auch mit supportet. So, genug gequasselt für heute. Also macht's gut. Hair's on point. Peace out.